Wir melden uns von einer der schönsten Rennstrecken im Rennkalender, wie ich finde, dem Misano World Circuit. Und ich freue mich irrsinnig, denn heute an meiner Seite Moto3-Weltmeister und Servus-TV-Experte Sandro Cortese. Schön, dass du heute mal bei mir im Wrap-Up bist. Freust du dich? Ja, natürlich, an deiner Seite zu stehen und hier in Italien für mich auch eines der schönsten Grand Prix-Wochenende des Jahres mitkommentieren zu dürfen, war natürlich eine große Ehre und freue mich immer wieder, mit Servus TV und mit dir an meiner Seite arbeiten zu dürfen. Ach, das freut mich zu hören. Und bevor wir mit dem MotoGP-Wrap-Up beginnen, würde ich gerne ein Lob aussprechen, und zwar der Sandro als Moto3-Weltmeister und Experte hat sich wirklich bewährt, denn Moto3 hat er von Anfang an auf Alonso getippt und er hat dann auch gewonnen. Also Sandro, das war ein starker Tipp. Ja, ich hatte halt irgendwie so ein Gefühl. Es ging die ganze Zeit um Jaume Masia, um Dennis Öncü. Und ich habe mir gedacht, okay, so die letzten paar Rennen, Alonso war immer so der Kandidat, der am Ende die Nase vorn hatte. Und mit seinen 17 Jahren hat er einfach eine Cleverness, wie ich schon sehr, sehr selten gesehen habe. Und irgendwann habe ich mir festgelegt und habe gesagt, okay, der gewinnt heute. Ja, und du hast recht behalten. Also Expertenstatus hast du damit bewiesen. Dankeschön. So, und jetzt widmen wir uns der MotoGP, denn da hat auch einer übers Wochenende einfach dominiert, und zwar Jorge Martin. Wir stehen ja auch hier ganz passend vor seiner Hospitality. Er hat den Doppelsieg geholt. Also der Martinator, unschlagbar, oder? Nicht nur Doppelsieg, also mit der Pole Position, das perfekte Wochenende hinter sich. Das gibt es selten als in der Rennfahrerkarriere. Also man hat dann oft mal vielleicht eine Pole Position, den Rennsieg am Sonntag, aber wirklich alles an einem Wochenende zu schaffen, also Chapeau. Und ich denke, der wird heute Abend schon mal vielleicht ein Champagnergläschen zu sich nehmen. Davon ist auszugehen. Er ist ja auch partymäßig immer ganz vorne dabei, gell? Wie schon vergangene Woche, haben wir ja schon das ein oder andere Bild gesehen. Genau. So viel zu Jorge Martin. Was natürlich hier in Misano immer schön ist, wenn jemand von den VR46-Jungs am Podium feiern dürfen. Und heute waren das Marco Bezzecchi und Francesco Bagnaia, der ja wirklich Tolles geleistet hat nach seinem Sturz letzte Woche. Ja, muss man immer wieder betonen, weil wenn man Pecco, denke ich, gesagt hätte, vor 7 Tagen, du stehst nächste Woche in Misano auf dem Podest, hätte er das sofort unterschrieben, und für mich wirklich eine unglaubliche Leistung. Also erstens war ich Gott froh, als ich letzte Woche zu Hause das Rennen verfolgt habe und gesehen habe, okay, er steht, er hat zu Fuß das Krankenhaus verlassen. Ich denke, da waren wir alle froh, überhaupt zu sehen, es geht ihm gut. Und dann eine Woche später steht er hier auf dem Podest, vielleicht nicht den Sieg eingefahren, aber ich denke, das war für ihn heute viel, viel wichtiger als vielleicht ein normaler Sieg an einer anderen Rennstrecke. Ich glaube, auch Valentino Rossi ist mit seinen Jungs höchst zufrieden. Celestino Vietti auch aufs Podest gefahren in der Moto2. Also die können durchaus zufrieden sein. Auf jeden Fall. Also auch Vietti, der wieder zurück ist, also schon am Red Bull Ring gewonnen, hat eine wirklich anfangs der Saison schwere Zeiten hinter sich. Und jetzt ist er da, wo er eigentlich wieder hingehört. Und ich denke, mit diesem Aufschwung werden wir sicherlich in Celestino sehen, der auch in Übersee sehr, sehr stark sein wird. Das bestimmt. Und du hast das Stichwort auch schon genannt. Denn das war's jetzt mal mit Europa. Der Überseetrip, das große Abenteuer beginnt. Was glaubst du, wird sich da nochmal alles umdrehen? Übersee ist ja bekannt für so ein bisschen WM-Dreher und solche Sachen. Auf jeden Fall. Natürlich ist es für die Fahrer auch viel entspannter. Also man hat ja heute gesehen, was an so einem Wochenende los sein kann in Misano. Unheimlich viele Fans, was auf einer Seite immer schön ist, aber das ist natürlich auch für viele Fahrer ein gewissen Druck. Es sind viele Sponsoren hier, man erwartet viel von einem, und auf so Überseerennen kann man sich auf das Wesentliche konzentrieren, auf den Rennsport, was natürlich da passiert, viel weniger neben der Strecke. Aber ich denke, da werden wir den ein oder anderen Fahrer sehen, der vielleicht in den letzten Rennen seine Schwierigkeiten hatte und da wieder sich wirklich ganz entspannt aufs Rennen konzentrieren kann. Ganz entspannt, noch was in eigener Sache. Sandro, bist du noch entspannt? Weil die Freundin, die wartet daheim, glaube ich, schon auf dich. Ja, ich stehe schon in den Startlöchern. Für mich geht es jetzt direkt nach Hause. Es sind zwei aufregende Wochen liegen vor mir. Wir erwarten natürlich ein Baby und kann es kaum erwarten, jetzt dann nach Hause zu gehen. Und für mich war das Wochenende sehr aufregend, aber jetzt natürlich auch umso schöner, wieder nach Hause zu gehen. Ja, wir schicken beste Grüße nach Hause. Der Sandro, den lasse ich jetzt frei, der macht sich auf den Weg. Und wir sehen uns dann in 2 Wochen wieder beim Wrap-Up. Ciao, ciao.
Servus TV on, die Video- und Streaming-Plattform.